Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Outriders. So, ich habe mich entschieden, diesen Pfad zu folgen, des Technomant. A, weil wir Pets haben und Unterstützer sind mit Gadgets. Schauen wir uns das an. Du kannst dein Gewichtspalt bitte nicht mehr ändern. Ja, das weiß ich. Deswegen habe ich ihn ja gewählt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Okay. Okay. Er wiederholt mich. Wir haben Fertigkeiten jetzt zum Auswählen. Wirf eine Annäherungsmine. Die Explosion für Gegner im Explosionsradio. Okay. Zerstörer. Gadget. Erhöht. Bei Aktivierung von Gadget-Fähigkeiten erhöht die Anomalie in deinem Wasser. 15 Sekunden hat sie. Okay. Mal schauen, welchen Weg wir da genau gehen. Ich muss hier verschwinden. Entziehst du deinen Gegner jedes Mal, wenn du Schaden verursachst, und haltst dich so. Okay. Ich muss durch dieses Drecksloch durch. Was auch immer passiert. Ich gehöre nicht auf diese Seite. Was zur... Oh, Scheiße. Ah, okay. Mach die Authority fertig! Wow. Hab ich das gemacht? Was? Was ist denn bloß mit ihr los? Zur Hölle seid ihr! Ja. Anscheinend wird erst geschossen, dann gefragt. Ja, ist ja meistens auch okay so. Oh, okay. Ah, Granate sozusagen. Okay, das ist echt nice. Immer wenn ich Schaden mache, werde ich sofort geheilt. Komm. Ah, schade. Scheiß drauf! Renn! Stellung halten! Wir haben einen Freak! Rückzug! Wir haben einen Freak, ja danke. Okay. Ja, dann könnte ich mich gewöhnen.
Oh, fuck. Okay, so viele Cyberschüsse haben wir nicht. So viele sind es aber hier nicht. Da hinten sehe ich gar nicht. ETF? Schade. Road to Sniper God auf jeden Fall. Komm schon. Geht doch. Dieses Flackern, dieser Sturm, das habe ich schon mal gesehen. Im Wald. Landet sind. Ah, der zieht die automatisch an, okay. Okay. WTF? Was zur Hölle war das? Okay, okay, okay.
Das andere ist jetzt ein Geschützturm. Richtig? Richtig. Mission abgeschlossen, Blutbad. Du bist anders. Ich witter den Sturm in deinem Blut. Du stinkst nach Ekel. Wesen wie du sind Abscheulichkeiten. Wer zur Hölle bist du? Outrider. Unmöglich. Welch ungenutzte Kraft. Welch Verwirrung. Du willst antworten. Egal, was du früher warst, jetzt bist du etwas Neues. Ein zweites Leben. Verstehe es nicht. Wer war das? Lord Seth. Er ist verändert. Ich bin ein kleiner Mann. Kleiner Mann. Verändert? Was soll das heißen? Du weißt nicht, was du bist. Wo hast du die Uniform geklaut? Hab ich nicht, ist meine. Ja? Wenn du echt ein Outrider bist, kämpfst du auf der falschen Seite. Hä? Was redest du da, Mann? Ja, ja. Der Grand Marshal erklärt's dir. Hä? Okay. Wir kämpfen auf der falschen Seite. Natürlich. Nach du Demo. Wo ist sie? Da. Da. Was ist das? Los, los. Dann tut, was ihr tun müsst, Lieutenant. She-Ra? Du lebst noch. Du klingst ja fast enttäuscht. Du warst bei denen. Hast du Informationen? Du willst mich doch verarschen, oder? Ich muss einen Krieg gewinnen. Du hilfst mir oder gehst zurück in den Kälteschlaf. Warte. Ich bin gerade in Matsch und Scheiße aufgewacht. Ich habe wer weiß wie lange geschlafen. 31 Jahre. Seit 31 Jahren sehe ich die Leute kämpfen und sterben, während du gemütlich geschlafen hast. Ja, Gigi, als ob wir es ausgesucht hätten. Keine Willkommensparty schmeiße. Was ist mit dir passiert? Die Anomalie. Das ist passiert. Du meinst den Sturm? Wir haben gesagt, sie sollen landen. Alles, was fortschrittlicher als ein Dieselmotor war, wurde zu Schrott. Alle Daten gelöscht. Keine Landwirtschaft, keine Medikamente. Es ist wieder so, wie es auf der Erde war. Wir töten uns gegenseitig für das Wenige, was übrig ist. Warum seid ihr nicht woanders hin? Die Outriders hätten... Die Outriders sind tot. Was? Die Anomalie hält uns in diesem Scheißtal fest. Wir können nirgendwo hin. Verstehst du nicht, oder? Denkst du, du träumst? Das ist real. Glaub mir, verdammt real. Ob's dir gefällt oder nicht, du steckst hier fest in Matsch und Scheiße. Wie der Rest von uns. Du hättest nie aufwachen sollen. Ach, alles hier verpassen, was? Grand Marshal, wir kamen zu spät. Die Bluthunde brachten ihn in den Untergrund. Tja, holt ihn zurück. Es ist unsere Seite, aber nicht unser Revier. Ich will wegen Jakob niemanden verlieren. Jakob? Er ist noch am Leben? Tja, nicht mehr lange, fürchte ich. Dann werde ich ihn suchen. Ma'am? Ma'am? Vergiss es. Wird schon erledigt. Die Rebellen haben mir alles genommen. Hä? Wenn eine höhere Weltstufe einstellt, wird das Spiel schwieriger, aber du erhältst auch bessere Beute. Wähle eine der Weltstufen mit aus, um eine und hol dir eine Belohnung.
für das Lagerhaus der Bluthunde, um Jakob zu retten. Hey, Shira. Ich bin soweit und gehe Jakob suchen. Wer sind denn jetzt diese Arschlöcher? Das sind Schläger, Drogenkuriere und Sklavenhändler. Nennen sich selbst Bluthunde. Niemand wird sie vermissen, wenn du ein paar Dutzend von denen abservierst. Alles Warum hat seinen Preis. Nichts gegen sie? Auch für Veränderte. Hier könnte ich mir aber, wie wir es erkennen, ist eigentlich am Anfang doof, Sachen zu kaufen, da man noch 7 Milliarden findet. Koop spielt zusammen. Ja, das machen wir aber nicht. Hat man hier eine Karte? Okay. Jakob retten schaffen wir noch. Hier gibt's nichts zu sehen, Leute. Hier nichts zu suchen. Was hat der alte Kerl getan? Ich suche Jakob Dabrowski. Verschwinde! Hör zu, Arschloch. Ich ziehe mit der Knarre hier. Direkt... Oh, hoffentlich war das nicht Jakob. Was zur Hölle geht da draußen vor? Okay, das schießt automatisch. Okay, nice, das Geschütz. Das Geschütz ist nice, auf jeden Fall. Knapp, der letzte. Ein bisschen Money. Ja, dann viel Spaß dabei. Oh, die sind aber flott hier.
Nachladen des Todes. Jetzt wird es auf jeden Fall schon mal ein bisschen flotter hier. Zweimal so close. Okay. Hui. Wo steckt Jakob? Leute, wir füllen uns erstmal auf. Aber wir machen hier den Cut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir machen genau hier an der nächsten Folge weiter. Support ist kein Mord. Ihr wisst, wie es läuft. Und ja, lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge.